Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute in Pressekonferenz vom BVB Freie Wähler. Heute mit mir dabei unsere parlamentarische Geschäftsführerin Christine Wernicke. Und wir möchten Ihnen heute einen Gesetzesantrag vorstellen, nämlich Gesetz zur Änderung der Regelung zur Kreisumlage, der am Donnerstag im Plenum behandelt wird und hoffentlich, wie es bei Gesetzesanträgen üblich ist, in den zuständigen Ausschuss überwiesen wird. Zu einem wichtigen Thema, was gerade in den Kommunen viele bewegt, viele ehrenamtlich Tätige bewegt, aber auch insgesamt das Gefüge zwischen Gemeinden und Kreisen berührt. Und deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und Christine wird einführen, was die Intention, die Zielstellung dieses Antrages ist. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen. Wie Sie wissen, sind die Kommunen jetzt gerade wieder dabei, ihre Haushalte für das Jahr 2022 aufzustellen. Und von daher, denke ich, kommt unser Antrag genau richtig, um nochmal zu beleuchten, wie das finanzielle Verhältnis zwischen Kommunen und Landkreisen ist. Die Landkreise nehmen natürlich Auftragsangelegenheiten und Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung sowie pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben wahr. Für diese Aufgabenerfüllung bekommen sie einen Ausgleich von den Gemeinden zur Finanzierung ihrer Aufwendungen. Die Kreisumlage, die die kreisangehörigen Gemeinden an die Landkreise zahlen, sind Fehlbedarfsfinanzierungen. Und geregelt ist das im § 130 Absatz 1 der Brandenburgischen Kommunalverfassung. Nach der derzeitigen Sach- und Rechtslage dürfen Landkreise sowohl ihren Finanzmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt als auch aus dem Finanzhaushalt bei der Festsetzung der Kreisumlage berücksichtigen. Die Landkreise des Landes Brandenburg haben mittlerweile eine Rücklage, die Zahl stammt vom 31.12.2018, von insgesamt über 840 Millionen Euro. Gleichzeitig wissen wir, wie viele Kommunen im Haushaltssicherungskonzept hängen, wie vielen Kommunen es nicht mehr möglich ist, ihre pflichtigen Aufgaben gerade noch zu erfüllen, ihre Aufgaben nach Weisung gerade noch zu erfüllen, aber sie haben kaum noch Möglichkeiten zu investieren und freiwillige Aufgaben umzusetzen. Von daher haben wir uns, das kann ich Ihnen versichern, es war eine sehr aufwendige und umfangreiche Analyse daran gemacht, zu klären, woran liegt das eigentlich. Wir haben also festgestellt, dass die Landkreise zu hohe Kreisumlage erheben. Ansonsten könnten sie nicht solche Rücklagen bilden. Ich will Ihnen ein Beispiel aus der Uckermark nennen, um das zu verdeutlichen. Der Landkreis Uckermark hat 2017 eine Kreisumlage von ca. 59 Millionen Euro erhoben. Sie haben einen Jahresüberschuss gehabt von 11 Millionen. Also hätte die erforderliche Kreisumlage nur 48 Millionen betragen müssen. Bei einem Hebesatz von 45,9 wäre eigentlich nur ein Hebesatz von 37 notwendig gewesen. Wir haben also eine Differenz im Hebesatz von 8,73 Punkten. Das ist 20% zu viel Kreisumlage erhoben, als der Landkreis für die Finanzierung seiner Aufgaben hätte benötigt. Dasselbe ist in 2018 zu verzeichnen. Die Kreisumlage betrug 55 Millionen Euro. Es wurde ein Überschuss von 6,4 Millionen Euro erwirtschaftet. Die erforderliche Kreisumlage betrug also eigentlich nur 49,3 Millionen. Und bei einem Hebesatz von 41 hätte die Kreisumlage 4,7% niedriger sein müssen und nur mit einem Hebesatz von 36,29% angesetzt werden dürfen. Aus diesen Überzahlungen der Kreisumlage speichern sich die Rücklagen, die erheblich, also die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden einschließen. Wir möchten dies ändern. Und wir möchten es an das anpassen, was auch das Land macht. Und zwar gibt es beim Land eine Regelung, dass Kommunen, steuerstarke Kommunen, die eine überdurchschnittliche Steuerkraft haben,
gemäß dem brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz verpflichtet sind, an das Land und den Kreis eine Ausgleichsumlage zu zahlen. Das passiert 2 Jahre nach Abschluss des Jahres. Und genauso möchten wir, dass die Landkreise die zu viel einbehaltene Kreisumlage nach der Jahresendabrechnung wieder anteilig an die Kommunen zurückzahlt. Weil es ist ja Geld, was der Kreis nicht zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Jeder ordentliche Kaufmann würde so handeln. Unsere Landkreise erheben zu hohe, über Jahre zu hohe Kreisumlagen, ohne dass sie die Senkung der Kreisumlagen dafür vornehmen. Wichtig ist auch noch, dass die Kreise natürlich freiwillige Aufgaben wahrnehmen können. Das ist ihnen gewährt im § 2 der brandenburgischen Kommunalverfassung. Aber nicht alle freiwilligen Aufgaben, die sich ein Landkreis vornimmt, sind Aufgaben, die die Kommunen finanzieren müssen. Hier muss genauer geguckt werden, welche gemeindliche Aufgaben übernimmt der Landkreis wirklich für die Kommunen und ist es den Kommunen nicht selber möglich, diese Aufgabe wahrzunehmen, weil sie die entsprechende Leistungsfähigkeit hat. Hier besteht noch eine Diskrepanz und das wollen wir mit unserem Gesetzesantrag bereinigen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Ihre Fragen zu diesem Antrag? Herr Sudo, bitte schön. Zu den letzten 2 Sätzen, Frau Reimer. Ja, also es gibt zum Beispiel ganz viele Beauftragte in den Landkreisen, also Personalstellen, an denen dann am Ende immer Beauftragte reinschreiben. Da gibt es zum Beispiel Radwegebeauftragte, da gibt es Klimaschutzbeauftragte, da gibt es Seniorenbeauftragte. Da gibt es ganz viele Aufgaben, wo man sich wirklich fragen muss, natürlich können die Kreise diese Aufgaben wahrnehmen, allerdings dürfen Sie sich diese Aufgaben nicht über die Kreisumlage finanzieren. Sie können natürlich selber diese Aufgabe durchführen, auch finanzieren, soweit sie in Ihren Möglichkeiten besteht. Aber diese Kosten für diese Aufgaben, die nicht gemeindeübergreifend sind oder die nicht die Leistungsfähigkeit, wo vorher nicht geprüft wurde, besteht die Leistungsfähigkeit der Gemeinden. Also die gehören da nicht mit rein und dürfen über die Kreisumlage nicht finanziert werden. Habe ich das richtig verstanden? Die Kreisumlage, Rücklage, die beträgt 840 Millionen, aber aus dem Jahr 2018. Haben Sie da aktuellere Zahlen? Wir haben es versucht, aktuellere Zahlen zu bekommen. Das geht aber noch nicht, weil nicht alle Jahresabschlüsse vorliegen. Und das sind die letzten Zahlen, die das Amt für Statistik hatte vom 31.12. Aber es ist doch sehr erstaunlich, 840 Millionen Rücklagen auf den Kreiskonten, das ist ein Riesenberg. Nein, ich denke, es wird mehr sein, weil die Kreisumlagen wurden nicht gesenkt. Die Hebesätze für die Kreisumlagen sind nicht niedriger geworden. Weitere Fragen, bitte schön. Ja. Ist allerdings nicht zu dem Thema, sondern zu Corona. Ich bin nicht überrascht. Bitte schön. Es läuft wieder eine Debatte über Impfzentren. Halten Sie die Rückkehr zu den Impfzentren für notwendig? Und wie sollte das aus Ihrer Sicht ausgestaltet werden? Wer sollte da Träger sein? Also ich glaube, die aktuelle Diskussion gibt in vielen BVB-Freie Wähler recht. Wir hatten von Anfang an gesagt, dass man sowohl die Testkapazitäten als auch die Impfkapazitäten nicht zurückfahren darf, dass man auch über den Sommer nicht nach wirtschaftlichen Kriterien da nur denken darf. Ich möchte daran erinnern, dass das im Landtag breite Zustimmung erfahren hat, die Impfzentren zu schließen. Wir haben das immer kritisiert. Wir haben immer deutlich gesagt, mag sein, dass die in bestimmten Monaten nicht unbedingt wirtschaftlich arbeiten, aber das ist auch nicht das Kriterium. Und jetzt rächt sich, dass man hier zu hart und zu schnell vorgegangen ist. Insbesondere, wenn es um die Drittimpfung für die Älteren geht, haben wir jetzt ein Problem. Es wurde immer erklärt von der Gesundheitsministerin unter völliger Fehleinschätzung der Lage, dass man die Impfzentren deswegen nicht braucht, weil jetzt die Hausarztpraxen ja normal nachkommen. Das war im Juli auch richtig.
Nur ich kann natürlich nicht die Kapazitäten rückfahren, weil dann das Hochfahren wieder jetzt im November, Dezember so aufwendig ist. Und nein, die Hausarztpraxen kommen mit der Drittimpfung nicht hinterher. Brandenburg ist auf dem letzten Platz nach meinem Kenntnisstand, was die Drittimpfung in der höheren Altersklasse anbelangt. Und deswegen haben wir da ein riesiges Problem. Und eigentlich hätten wir die Struktur der Impfzentren und übrigens auch der Testzentren einfach beibehalten müssen. Auch auf den Preis hin, dass in den Sommermonaten da eine Unwirtschaftlichkeit gegeben ist. Das, was jetzt passiert mit Lockdown-Androhungen, allem drumherum, ist das Unwirtschaftlichste, was man machen kann. Deswegen sehen wir uns hier in unserem Kurs ganz klar bestätigt und noch dramatischer bestätigt bei der Frage der Testungen. Wir haben klipp und klar vor 2 Monaten, vor 1 Monat immer gesagt, das ist absolut nicht nur ein falsches Signal, es ist auch eine falsche Handlung, die Tests kostenpflichtig zu machen. Und ich finde es ehrlich gesagt unerträglich, wenn diejenigen, die seinerzeit allen Bedenken zum Trotz die Kostenpflichtigkeit der Tests eingeführt haben, das beklatscht haben, jetzt diejenigen sind, die unter Berufung auf diesem Wege gestiegenen Inzidenzzahlen jetzt Einschränkungen, für wen auch immer, erfordern und rechtfertigen. Das ist unmoralisch und das ist politisch verantwortungslos. Und da trägt natürlich auch die Landesregierung, nicht nur, die anderen haben da ja auch mitgemacht, eine ganz gehörige Portion Anteil daran. Bitte schön. Bleiben Sie bei Ihrer Ansicht, dass man keine Impfpflicht machen sollte. Wir haben gerade von der Linken gehört, dass sie da einen Wandel gemacht hat. Ich respektiere diese Position, aber wir haben unsere klare Position und diese ist, dass es keine Impfpflicht gibt in Deutschland und es auch so bleiben soll. Und deswegen lehnen wir auch Regelungen, die hier in Richtung 2G gegangen sind, ab. Die ist weder virologisch begründet noch rechtlich haltbar. Wir haben die Situation, dass wir mittlerweile auch in Brandenburg eine signifikante Anzahl an geimpften Personen haben, die sich wieder neu infizieren. Die ist geringer als bei den Ungeimpften, das ist richtig, aber bei den Ungeimpften wird auch viel mehr getestet. Wir haben die Situation, dass laut Lagebericht der Landesregierung 50-60% der Neuinfektionen unklaren Ursprungs sind, also insofern, dass man nicht weiß, ob die Person geimpft oder ungeimpft ist. Und auch bei den Geimpften eine signifikante Zahl ist. Das heißt, die ursprüngliche Überlegung, die wir hatten in Deutschland, das war Konsens übrigens, auch von der Bundesregierung mitgeteilt, nämlich ab dem Moment, wo jeder Erwachsene, Gesunde ein Impfangebot gehabt haben wird, und dieser Zeitpunkt war meines Wissens Ende September erreicht, ab dem Moment lockern wir. Und zwar unabhängig davon, ob geimpft oder ungeimpft. Und heben die Beschränkungen auf. Das war gesellschaftlicher Konsens, ich möchte daran erinnern. Es war ebenfalls gesellschaftlicher Konsens, dass man sagt, wenn wir ungefähr eine 2/3-Impfquote erreicht haben, gibt es keine Notwendigkeit mehr für Maßnahmen. Wir haben beide Punkte erreicht. Wir haben eine Impfquote von 68%. In Brandenburg ist sie bei 61, aber ist ja deutschlandweit gesprochen. Und angesichts dessen ist es nicht zu rechtfertigen, wenn man dann in Kenntnis dessen, dass auch Geimpfte sich und andere infizieren können, dann eine Impfpflicht zu verhängen und unter Berufung auf eine freiwillige Impfung, die wir haben, dann Einschränkungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu regeln. Ich habe mich selber im Mai, sobald es ging, regulär im Zeitlauf impfen lassen. Ist alles okay und in meinem Umfeld auch alles in Ordnung. Aber ich kann doch nicht ernsthaft in einer Entwicklung, wo ich mittlerweile an die 70% rankomme mit einer Impfquote, in einer Entwicklung, wo ich ganz klar sehe, dass auch Impfdurchbrüche bei Geimpften passieren, und zwar nicht einzelne, sondern auch in Größenordnungen, dann ernsthaft anfangen, die Gesellschaft dadurch zu spalten, dass sich jetzt weite Teile des öffentlichen Lebens, der Daseinsvorsorge, so mag man darüber diskutieren, was gehört zur Daseinsvorsorge, aber unseres Erachtens sind ja auch schon Bereiche erreicht, für bestimmte Gruppen unerreichbar zu machen, das ist nicht in Ordnung, sondern, was bräuchte es? Ein systematisches Testen aller. Dazu braucht man Testkapazitäten. Und die, die Testkapazitäten abschaffen oder sie kostenpflichtig machen, erklären jetzt, dass die Antwort darin besteht, bestimmte Personengruppen auszugrenzen. Das ist nicht der richtige Weg, weder moralisch noch politisch noch rechtlich. Bitte schön. Eine Frage zu einem anderen Thema, deswegen. Das ist auch schön. Bitte. Ja, da wir die parlamentarische Geschäftsführerin schon hier haben, eine Nachfrage, wie es ausschaut beim Thema Mittwoch der A-Woche. Da haben wir 2 wichtige Ausschüsse im Landtag parallel, Innen- und Gesundheit. Und es gibt auch noch den Landwirtschaftsausschuss an dem Tag. Ist da eine Entzerrung in Sicht? Wie ist da im Moment die Diskussionslage? Frage ich auch vor dem Hintergrund, dass das viele Kollegen interessiert, die da berichten müssen.
Also den abschließenden Stand kann ich Ihnen auch noch nicht mitteilen, aber es war vorgesehen, dass man den Landwirtschaftsausschuss um 10 Uhr beginnt und alle anderen Ausschüsse so stehen lässt. Das war. Das stand zwei Parallelen, jetzt zwei Parallelen Ausschüsse. Nee, der eine müsste ja auch Vormittag und Nachmittag sein. Aber ich kann Ihnen da kein abschließendes Ergebnis geben. Weitere Fragen, bitte schön. Gut, da sind wir heute mal einen Ticken früher, weil das letzte Mal war es deutlich länger. Insofern danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche einen schönen Tag. Ja.